Steig ein, ich will dir was zeigen. Den Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. Hohe Häuser, dicke Luft, ein paar Bäume. Menschen auf Drogen, hier platzen Träume. Wir hier im Viertel kommen klar mit diesem Leben. Ich hab alle meine Freunde aus dieser Gegend. Hab doch keine Angst vor dem Typ mit dem Schlagring. Er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn. Ich kann verstehen, dass du dich hier nicht so wohl fühlst. Dass du viel lieber zu Hause im Pool wühlst. Du sitzt lieber an einem gut gedeckten Tisch. Dann merkst du schnell, Berlin ist nix für dich. Steig ein. Familienhaus, lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars. Hier krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hier hab ich Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid. Aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine. Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau. Drauf geschissen, ich werd auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Der Typ aus dem 1. war früher mal Rausschmeißer. Seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister. Er ist oft bei der aus dem 2. Jetzt verkauft sie Fotos von ihm beim Der Fetischist aus dem 5. kauft sie gerne. Er sagt, sehen aus wie kleine Sterne. Obwohl die von den Schwulen aus dem 11. immer aussieht, als wenn man den gerade frisch rauszieht. Und davon sing ich dir ein Lied, du kannst es kaufen. Wie die Sektenfans aus dem 9. die immer drauf sind. Genauso wie der Junkie aus dem 4., der zum Frühstück erstmal 10 Bier trinkt. Dann geht der hoch in den 7. zum Ticker, er bezahlt für 10 Teile, doch statt kriegt er. Damals war der Drogenstock noch der 10. Der aus dem 7. ist der, der überlebt. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Auch wenn ich jetzt das Land rock, bin ich immer noch Sido aus dem Block. Ich fühl mich wohl zwischen Dreck und Gesocks. Denn egal wohin du gehst, es kommt drauf an, wo du herkommst. Hier kriegst du alles, im 12. bei Manne kriegst du Falschgeld und ein Bootleg von Eisfeld. Ein Stock höher hat so ein Kerl sein Studio. Er rappt und macht Tracks auf die Beats von Coolio. Ganz zur Freude der Hausfrau darüber. Die sagt, Männer sind auch nicht mehr wie früher. Deshalb trifft man sie oft im 15. Stock bei der Hardcore-Lesbe mit dem Kopf unter ihrem Rock. Wenn ich will, fahr ich runter in den 3. Aber die Braut ist die Chips und Chicken. Denn der Pornostock befindet sich im 8. Hier könnte ich jeden Tag woanders übernachten. Im 16. Stock riecht der Flur voll streng. Auf der Wohnung, wo so ein Kerl schon seit 3 Wochen hängt. Ich häng im 6. rum, in meinem Stock. Mit meinem übergeilen Nachbarn, in meinem Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Yeah, jetzt könnt ihr euch entscheiden. Wer hat den geilsten Block in Deutschland, Alter? Yeah, Beethovens Remix. Sido.